Grüß dich, Sebastian von Vereinfacht dein Training. In diesem Video geht es um eine wertvolle Übung für dich, solltest du viel pressen im Training. Und zwar ist es eine Alternative zum normalen Military Press mit der Kettlebell. Es ist der Button-Up Press und alles, was du dafür tust, ist im Prinzip, du drehst die Kugel um, so dass der Boden nach oben zeigt, auch Pistolengriff genannt. Warum das eine wertvolle Alternative für dein Training ist, habe ich ausführlich beschrieben in einem Artikel, den kannst du dir wieder unten in der Videobeschreibung anklicken. Und hier stelle ich dir jetzt einfach mal ein paar Varianten vor, was für Möglichkeiten du hast mit dem Button-Up-Press, ein paar simple Sachen. Und dann klick dich auf jeden Fall im Anschluss in den Artikel, um zu verstehen, warum das wirklich wichtig ist, die Übung immer mal wieder mit dem Military Press zu ersetzen. Okay, hier ist die Übung. Okay, das sind die drei wertvollsten Varianten vom Button-Up-Press, also mit einer Kettlebell, Double Kettlebells oder in einer anderen Position, zum Beispiel im Halbkniestand. Wichtig ist, dass es eine sehr fortgeschrittene Übung ist. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall Turkish Get-Ups sicher beherrschen, du solltest ein Swing-Muster beherrschen, dass du die Kugel, wenn sie fällt, auch wieder abfedern kannst über eine Hüftöffnung. Generell setzt einen guten Clean voraus, also du siehst schon, das ist jetzt keine Übung, mit der du unbedingt anfangen solltest. Du kannst mit kleinen Gewichten üben. Das Problem bei kleinen Gewichten, wie ich es im Blogpost nachher auch erkläre, ist, dass sie dir wenig Feedback geben. Heißt, diese vielen Vorteile von dem Button-Up-Press erschließen sich dir nicht, wenn du zu leicht gehst. Daher macht es Sinn, dass du ein gutes Fundament an Kraft aufbaust über Turkish Get-Up-Swings, andere Pressvarianten. Lerne die Sachen bei einem ausgebildeten Trainer und dann kannst du die so schnell wie möglich einsetzen, den Button-Up-Press. Okay, wenn dir das Video irgendwie geholfen hat, lass mir ein Feedback da, drück einen Daumen nach oben, das hilft immer sehr. Ansonsten kannst du Fragen gerne in die Kommentare stellen und ich versuche die dann so schnell wie möglich zu beantworten. Alles klar, also dann mach's gut.